Hallo liebe Leute draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Heute beim Flangen-Tutorial Teil 3. Genau, Teil 3. Heute machen wir mal den ganzen hinteren Teil, denke ich mal, und das ganze Gestänge und den ganzen Unschärfe-Effekt. Ist auf jeden Fall wieder einiges Cooles mit dabei. Generell haben wir hier schöne, viele Techniken verbaut. Ich hoffe doch, das hilft dem einen oder anderen ein besseres Verständnis für das Ganze Airbrushen zu bekommen und eine schöne Einsicht in meine Arbeit. Wie gesagt, läuft alles ja eins zu eins. Und dann seht ihr alle meine Fehler und auch alle meine Nichtfehler. Und dafür lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert am besten. Ihr kennt ja den ganzen Klatterradatsch, aber dadurch kommen wir natürlich weiter als Community mit diesem Kanal in den YouTube-Algorithmus und dann kann ich auch in Zukunft noch mehr abgedrehteren Scheiß für euch machen. Und das ist doch was Feines. Und genau, wer mich noch gerne finanziell unterstützen wollen möchte, der kann das natürlich auch gerne tun. Kein Muss, aber ein Nice to Have. Alle Infos dazu in der Infobox. Und dann würde ich sagen, schlängeln wir uns mal zum Maltisch. Ah, Wortwitz des Tages. So, und wir verlieren natürlich keine Zeit. Wir machen exakt da weiter, wo wir bei Teil 2 aufgehört haben. Und zwar machen wir noch ein bisschen Detailarbeit am Kopf oben und widmen uns dann nämlich gleich schon den schicken Äuglein. Die haben wir ja schon im zweiten Teil schon einmal schön vorausgeschnitten. Und die nehme ich jetzt einmal ab. Und leg die erstmal nur auf Seite, weil ich werde sie gleich nochmal doch benutzen. Und zwar machen wir jetzt hier noch schnell die Schuppen fertig. Da machen wir eben noch ein bisschen einen Leuchteffekt drauf. Die habe ich nämlich vergessen, damit das Ganze ja auch alles zueinander passt. Machen wir eben da noch ein paar letzte Spiegelungseffekte rein. Da geben wir noch mal ein bisschen dem Ganzen ein mehr Bling-Bling, würde ich sagen. Und dann passt das nämlich ganz gut. Und ihr seht, jetzt haben wir natürlich schon die Augen schön abmaskiert. Wer sich das natürlich so nicht traut, der kann natürlich jetzt noch ringsherum entweder mehr abmaskieren oder eben nachher noch eine Folie oder ein Blatt Papier noch dazu Hilfe nehmen, damit das Ganze eben nicht voll wird. Das könnt ihr natürlich alles so machen, wie ihr das für euch passt, damit das auch einfach gut aussieht. Ihr seht, ich habe jetzt hier gerade noch mal ein bisschen Overspray weggenommen bei dem Schwarzen, was da noch ein bisschen war. Und jetzt fange ich eben an. Und in den Augen von der Schlange ist es sehr, ist der mittlere Teil sehr schwarz abgegrenzt. Und da habe ich jetzt eben angefangen und habe gedacht, eigentlich doof, das jetzt umständlich mit der Freihandschablone zu machen oder eben mit viel nahen Arbeiten, wenn ich doch eh das Stück übrig habe. Bin ich doch nicht dumm? Und mach's einfach und schneid das einfach aus. Jetzt muss ich das natürlich ein bisschen festheben. Und dann schneide ich eben das Stück eben so raus. Ihr seht, ich ziehe es voll durch. Im Referenzbild ist das auch so. Bloß das hat noch die Spiegelung, aber dann habe ich mir gedacht, komm, die mache ich halt nachträglich eben noch drüber. Dann passt das auch gut. Aber so kann ich dann eben das Mittelstück schön schwarz lassen. Und unten und oben eben schön die Reflexion des Auges und die Farben da drin schön machen und dann tut man sich da gerade einfach deutlich leichter und das machen wir doch gerne, damit das dann auch schön passt und dann machen wir das eben gleich noch auf der rechten Seite, dann ist das richtig picobello, dann haben wir da null Overspray und einfach ein gutes Gefühl und dann passt das doch gut. Bietet sich natürlich an, wenn wir das ja eh schon abmaskiert haben und alles und das schon griffbereit haben, es dann doch auch gleich so zu machen. Und dann sind wir da safe. Und genau, die Augen sind eigentlich immer ganz, immer gar nicht schlecht, wenn man dann eben, da kann man immer schöne Spiegeleffekte eigentlich reinmachen, aber das ist natürlich bei der Schlange relativ, die ist natürlich überall recht spiegelig. Ihr seht, ich lege die Freihandschablone trotzdem nochmal an, um auch Overspray zu vermeiden.
weil da links hin natürlich nur minimal die Folie ist. Da wird es natürlich auch bei mir rüber sprühen und einen hässlichen Rand machen. Und so nutze ich das Ganze eben ein bisschen, um das schon mal abzugrenzen. Und da oben ist ein etwas härterer Cut in der Pupille. Deswegen mache ich das da gleich auch mit. Und wenn wir uns so eben schön vorbewegen und arbeiten, dann passt das nämlich ganz gut. Und wie gesagt, wenn ihr euch das so nicht traut, dann maskiert einfach mehr ab. Ist ja eben mal die Frage, was für Reststücke ihr so rumfliegen habt und wie ihr da so drauf seid mit dem Handling. Aber ihr seht, da oben habe ich es ja auch schon ein bisschen angezeichnet. Und da werde ich die Rundung jetzt aber noch ein bisschen schöner machen. Ich mache das ja auch eher nach Gefühl immer meistens. Ich fahre nicht immer alles 1:1 nach. Das sieht man jetzt ganz schön. Und genau. Die Augen haben so einen auch sehr blauen, blau-grauen Touch. Da nehmen wir dann, glaube ich, nur das Ultramarinblau, die 28402 von Schminke. Und färben das dann eben ein. Machen das eben nicht noch violett, damit das sich auch ein bisschen abhebt von dem violetten Blaumix in der Mitte. Da haben wir das Blau und das Violett genommen. Das ist eben das Ultramarin und eben das Violett, das 28305. Und so haben wir jetzt schon mal den Mittelstück eigentlich schön. Und da arbeiten wir jetzt natürlich trotzdem noch die Sachen schön aus. Und machen natürlich hier noch das Vorgezeichnete weg. Deswegen meine ich immer, wenn ihr vorzeichnet, zeichnet nicht zu stark vor oder benutzt halt Stifte, die jetzt nicht voll durchbluten. Mit dem Durchbluten meine ich einfach, dass das einfach nicht deckt. Das ist natürlich immer scheiße. Deswegen skizziere ich immer mit einem weißen Stift, ich glaube sogar von Castell, glaube ich, oder Farbenkastell, wie die heißen. Skizziere ich immer vor und da drücke ich aber auch sehr, sehr leicht mit sehr viel Gefühl, damit ich eben die Sachen schnell abcovern kann, so wie da jetzt. Und dann nicht ewig das Problem habe, dass das ewig durchdrückt oder so. Deswegen kann ich euch da immer nur sagen, schön aufpassen. Und dann macht man das eben so Step by Step, das ganze Auge fertig. Und dann wird das nämlich schon. Da covern wir jetzt eben auch einmal großzügig ab. Innen, wie das schön alles schön schwarz aussieht. Wie gesagt, ich werde auch das ganze Bild beziehungsweise nochmal mit der Schwarz besprühen. Das liegt einfach an der blöden Grundierung, die ich zurzeit habe. Davon habe ich noch recht viel und irgendwie will ich die jetzt schon noch aufbrauchen. Aber die deckt halt nicht so geil wie die vorige Acrylfarbe, die ich hatte. Ist ein bisschen ärgerlich, weil der schimmert dann doch mal ein bisschen die Leinwand durch und das zwingt mich quasi dazu, das immer nochmal nachzufärben. Das müsst ihr zwangsläufig nicht machen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, wenn ich das eben schön haben will. Und deswegen machen wir das so. Und deswegen habe ich ja auch schon ganz am Anfang mal gesagt, dass ich da eben nicht so einen Wert drauf lege dann mit der äußeren Overspray, weil ich dann eh weiß, ich mache das nochmal komplett weg. Da war jetzt kurz ein härterer Cut. Da habe ich einmal vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und da ist eben schön das Ultramarinblau. Das sieht man jetzt, das ist pur. Gibt aber auch ein ganz angenehmes Blau ab. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Da gibt es noch ein anderes Blau, das ist dann ein bisschen deutlich heller und geht eher ins Türkisfarbene über. Übertrieben gesagt, aber das hat hier eigentlich ganz gut gepasst. Und da schauen wir eben, dass wir da nicht schön rankommen. Und das sind eben nur noch die letzten Handgriffe hier am Auge quasi, beziehungsweise der letzte Step am Kopf, beziehungsweise der vorletzte, wenn wir das umranden noch mit dazu zählen. Aber dann ist das nämlich schon fast fertig. Jetzt bringen wir hier eben halt noch schöne Spiegelungseffekte rein und eben schöne Farbverläufe, damit das auch alles schön harmonisch aussieht und auch runter aussieht. Deswegen gehen wir da jetzt schön rein. Ich habe jetzt eben auch mit dem Hell nochmal so ein bisschen ins Blaue gearbeitet, einfach um da nochmal ein bisschen so
nochmal einen smootheren Übergang hinzukreieren. Und hier nehme ich die Abmaskierfolie, um etwas sanftere Reflexionen in dem Auge darzustellen. Da nehmen wir eben einfach weniger Farbe quasi, gehen da noch behutsamer vor. Und das geht natürlich mit der verdünnten Farbe ganz gut und mit nicht verdünnter Farbe natürlich nicht so gut. Deswegen sage ich euch immer lieber ein bisschen verdünnen. Da habt ihr einfach mehr Möglichkeiten, das Ganze zu variieren und auch zu benutzen. Und so entsteht quasi das Auge. Und ganz zum Schluss, wenn wir die ganzen Spiegelungen dann drin haben, arbeiten wir nochmal mit dem AR-Color-Stift, um das Ganze noch abzurunden. Und das wirklich, da wollte ich auch einen richtig knackharten Cut haben, damit dieser Strich im Auge einfach noch brisanter raussticht. Das geht auch mit der Airbrush, aber warum, wenn es auch einfach geht mit dem Stift? Und ich habe ja festgestellt, lässt sich da ganz gut mittlerweile benutzen und einbinden. Und dann machen wir das ja auch. Dann setzen wir das auch um. Und dann ist das auch eine coole Sache. Boah, da einmal schön verstopft die Düse oder so. Und dann einmal ein Fletscher drauf. Das passiert mir öfters, als ihr euch vorstellen könnt. Da sieht man mal, auch mir passiert sowas nach wie vor immer noch. Also ihr seid da nicht alleine. Generell, das passiert einfach so viel Schmuh. Aber gerade wenn ich viele Stunden am Stück arbeite, dann und dann auch mal eine Gun länger steht oder so, und dann passiert sowas doch ganz schnell. Also macht euch da aber echt keinen Kopf, wenn das nicht immer auf Anhieb alles gleich klappt. Bei mir klappt das auf Anhieb auch nicht immer gleich alles, so wie ich das gerne hätte. Und man muss es halt einfach nur wieder kurz richten und machen, und dann passt das auch wieder vollkommen. Hier mache ich einfach nochmal, um ein paar Spiegelungseffekte noch mit einzubringen, auch mit dem Schwarz, arbeite ich einfach schön mit der Freihandschablone eben noch ein paar Kanten rein, damit das Ganze einfach noch mehr Dynamik hat. Das pusht das Ganze doch immer, und gerade im Auge, da wollte ich auch schön eine besondere harte Cuts haben, damit das eben einfach noch realistischer aussieht, weil da sich es einfach richtig gut spiegelt. Und da wollte ich halt eben nicht so sanft oder so seicht arbeiten, sondern einfach wirklich schön knackig. Und da füge ich halt jetzt noch hier und da ein paar Spiegelungen ein. Die sind jetzt auch nicht so oft im Referenzbild gewesen, aber ich habe es einfach gemacht, weil mir das gut gefallen hat. Und jetzt eben nochmal mit dem Stift hier einmal schön den Strich ziehen. Und dann wirkt das gleich nochmal ganz anders. Und nochmal so leicht kleine einzelne Punkte, um das Ganze einfach noch ein bisschen mehr, ja, stimmiger zu machen. Da einfach noch ein paar Reflexionspunkte reinzusetzen auf dieses glänzende, schöne Äuglein. Und das finde ich schon richtig cool. Das ist ein cooler Effekt. Das werdet ihr nachher beim Demaskieren dann sehen, wie geil das dann gleich aussieht in der ganzen Kombination mit allem. Da muss man natürlich auch so ein Gefühl für kriegen, wenn man viel abmaskiert, wie das Haar dann halt trotzdem aussehen soll oder kann. Und wenn ihr da nicht so eine gute Vorstellungskraft habt, dann macht auch einfach öfters mal die Folie einfach kurz weg und schaut es euch an. Einfach nur aufpassen, je nach Folie, welche ihr habt. Wenn das natürlich möglich ist, bei der ist das ganz gut möglich. Die ist ziemlich dick, die Folie. Die hat eine relativ hohe Stärke. Ist aber dafür auch, klebt sie auch relativ viel und lange und auch öfters, aber hat auch den Nachteil, dass die sich recht schnell verziehen kann. Deswegen, wenn ihr das schaut, dann schaut ihr drauf, dass ihr die nicht zu stark zieht, sonst passt es nachher nicht mehr exakt drauf. Aber das kann man dann ruhig und gerne immer mal wieder machen, wenn man sich eben nicht sicher ist, ob das jetzt dann doch so gut passt farblich oder ob es dann nachher generell irgendwie komisch aussieht. Kann man sowas immer ganz gerne einfach gegenchecken. Und jetzt machen wir eben einmal noch schön die rechte Seite fertig.
So, und jetzt kommen wir gleich schon zum Abmaskieren. Ist das wieder fein, Folie abziehen. Man sieht jetzt oben links die zwei Platten, die wir separat mal, wo ich noch kurz drunter gesprüht habe und gleich wieder aufgeklebt. Da hat es tatsächlich die Farbe wieder abgezogen. Da sieht man noch die weißen Pünktchen. Das müssen wir natürlich nacharbeiten. Das können wir nicht so lassen. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man was auf was Nasses gleich draufklebt. Eben genau die zwei Teile sind. Da muss man natürlich generell drauf achten. Habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet und natürlich auch gleich die Quittung bekommen, dass es eben nicht mehr so gut aussieht, beziehungsweise sich gleich wieder abgelöst hat. Ist hier jetzt aber nur ein, sage ich mal, sehr kleines Problemchen, das man relativ schnell und einfach wieder beheben kann, indem wir es wieder ein bisschen einfärben. Ist jetzt nicht ganz so wild und da machen wir dann eben jetzt eher auch gleich noch die Spiegelungseffekte rein. Hier habe ich jetzt eben einfach nochmal schnell abgecheckt, wie sah jetzt das Ganze links aus, nur mit dem Pinsel im Vergleich zu rechts. Und ihr seht, das fällt eigentlich jetzt, wäre klar, fehlen noch die Spiegelungen, aber wenn die jetzt auch drauf wären, würde das wahrscheinlich nicht mehr auffallen oder fällt generell nicht auf. Also das ist eigentlich alles ganz gut zu machen mit dem Pinsel. Das fällt eigentlich gar nicht wild auf. Und ist auch noch eine gute Ergänzung zum Stift und zur GAN generell. Also werde ich vielleicht jetzt auch öfters mal noch einsetzen. Hier nehme ich natürlich das Violett. Da habe ich jetzt mal nur das Violett schnell zum Nachfärben genommen. Und mit dem Violett gehe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen hier ins Gelbe rein. Und mache da eben noch dunklere Schatten. Und wieso nehme ich das Violett? Violett und Gelb ergibt ein schönes Braun. Wenn ihr das noch nicht gewusst habt, dann wisst ihr es jetzt. Damit lässt sich nämlich optimal jetzt in dem Gelben noch mehr Schatteneffekte reinmachen. Und deswegen nutze ich das natürlich auch nur mit sehr, sehr wenig, auch sehr, mit sehr, sehr viel Gefühl. Sonst haben wir da gleich wieder ein Einheitsbrei. Aber da habe ich mir gedacht, komm, dann nehme ich noch ein paar Stellen, die mir noch ein bisschen zu hell sind und dunkel die quasi noch das Gelbe noch ins Dunkelbraun ab. Und dann ist das nicht gleich schwarz und dann hat das noch mal ein bisschen mehr Plastizität, wie ich da so gern sage. Und jetzt werden wir eben noch die oberen Schuppen, die zwei, noch dem Rest anpassen, damit das auch schön einheitlich aussieht. Und das eben ein schönes, stimmiges Gesamtbild gibt. Und jetzt kommen wir nur noch zum letzten Step beim Kopf. Und da nehmen wir hier unseren Liner mit der 08er Spitze. Wollte schon wieder Düse sagen. Und jetzt machen wir nochmal die letzten Highlight-Punkte. Und dafür ist der Stift einfach bombig. Da kann man gezielt reingehen und richtig schöne Highlights setzen. Und ich finde, das passt richtig gut zu dem Bild und gibt ihm nochmal die Kirsche auf der Sahne. Und da fand ich, macht mir richtig Spaß, nochmal mit dem zu arbeiten.
macht das Ganze einfach noch authentischer. Und das sind jetzt eben hier noch die schönen Feintuning-Sachen. Und könnte man natürlich auch mit der Gun machen, aber ist natürlich viel anstrengender. Da muss man natürlich viel mehr Obacht geben und so feine, kleine Minipunkte zu setzen, ist dann halt auch wirklich zeitintensiv und auch schwierig. Da finde ich den Stift mittlerweile eine echte Alternative, die mir wirklich gefällt. Die werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch öfter sehen. Diesen kleinen Stifti. Ich werde mir, wie gesagt, wahrscheinlich nochmal einholen für Schwarz. Ich habe gesehen, dass ich doch Schwarz öfters auch mal gerne gebraucht hätte. Einfach nochmal, um mal kurz was nachzuziehen oder generell damit Detailarbeit zu machen. Das habe ich jetzt gerade bei dem nächsten Projekt gemerkt, was ich gerade schon am machen bin. Sagen tue ich es noch nicht. Haha. Es wird aber geil. Wird etwas sehr, sehr geil Realistisches. Auch mal wieder eine größere Leinwand. 40 auf 30. Und da kann ich auch richtig schön drauf abgehen. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Spielraum für die ganze Detailarbeit. Die Leinwand ist ja jetzt doch relativ klein. Ich glaube 30 auf 20, auf der ich da gerade arbeite. Das ist natürlich mit Details dann auch immer ein bisschen schwieriger. Umso kleiner natürlich, umso schwieriger. Und umso größer, umso mehr Freiheiten kann man sich rausnehmen oder umso leichter kann man die einbinden. Und deswegen habe ich da gerade schon richtig Bock. Das werde ich dann nämlich als nächstes raushauen. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich irgendwann mal bei Instagram sehen. Wenn ich da mal ein bisschen was anteaser. Und jetzt machen wir eben noch schön ein paar Kanten, ein paar, ihr seht es einfach überall, so ein bisschen was, wo sich es halt schön reinspiegelt. Und einfach nochmal hier nehme ich die ganze Außenlinie vom Auge nochmal, weil ich da einfach nochmal den Effekt ein bisschen verstärken wollte. Dass es eben da quasi so richtig schön die gekrümmte Pupille ist. Und ich finde, es wirkt gleich viel besser jetzt noch mit dem Stift danach. Und da, wie gesagt, probiert gerne rum und macht. Ihr seht ja, was lässt sich hervorragend einbinden. Und deswegen kann ich euch da auch nur bestärken, das so zu machen. Mixt die Medien. Außer ihr wollt es natürlich nicht. Dann müsst ihr es natürlich auch nicht machen. Und jetzt bin ich gerade verwirrt. So ein komischer Schnitt war. Ah, aber das wird schon passen. Jetzt machen wir eben noch die. Jetzt mache ich gerade kurz. Da gerade, ich hätte hier schon die Videos untereinander vertauscht. Das wäre nicht sehr, wär auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Aber ist jetzt Gott sei Dank nicht so. Wir passen eben jetzt noch die anderen Platten eben noch ein bisschen an. Die sahen ja jetzt nicht so gerundet und so schön aus wie die oberen, und das machen wir jetzt natürlich schön einheitlich, damit das auch alles schön zusammenpasst. Wenn wir nachher jetzt zum Hals kommen, und da kommen wir jetzt nachher relativ schnell hin, in ein paar Minütchen, denke ich mal, da habe ich tatsächlich vergessen, einmal Schande über mein Haupt, ja, habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken, und da ist ein ganzer Part verloren gegangen. Da war ich einmal kurz wieder abgelenkt und dann irgendwie unterwegs und dann wieder zurück am Maltisch und dann hier und das und jenes. Und dann habe ich das tatsächlich vergessen und ich habe angefangen und gemacht und so, ja geil, cool, und drehe mich irgendwann um so. Okay, warum leuchtet dieser rote Punkt nicht? Nein, nein. Und dann hat das natürlich gefehlt. Natürlich nicht so geil, also wundert euch nachher nicht, wenn das dann eben ein harter, schöner Cut wird. Allzu viel habt ihr da aber auch nicht verpasst, gleich vorweg. Deswegen lässt sich das ganz gut verzeihen. Hier, wie gesagt, das mache ich jetzt eben, um einmal die ganze Leinwand nochmal schwarz einzufärben, weil ich eben das Problem habe, dass die nicht schön deckt. Das sieht man vielleicht hier und da ein bisschen an den Seiten, dass das immer so durchschimmert. Und da cover ich das eben nochmal schnell mit der Schwarz ab von der Schminke, und dafür cutte ich eben einmal den Kopf aus. Und im gleichen Atemzug ist natürlich auch noch sinnvoll, wenn wir dann halt den oberen Teil machen, dass wir hier auch nichts vollsprühen. Also ich würde es auch ohne das Schwarz nachfärben quasi auch euch empfehlen, den trotzdem abzumaskieren, den Kopf, damit wir nämlich oben einfach schön in Ruhe
den Rest machen können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir das irgendwie einsauen oder mit Overspray voll machen. Das haben wir natürlich so schön detailliert ausgearbeitet. Das sollte natürlich auch so bleiben. Und dann hören wir uns gleich wieder beim Hals, wenn wir da angekommen sind. Ja, und da seht ihr schon, da sind wir oben am Hals angekommen und der ganze Part ist jetzt leider schon passiert. Ihr seht, ich habe da einfach nur die Platten schon mal weiß einmal vorgelegt, um das Ganze zu machen. Ich sehe gerade, mein Kompressor läuft noch. Muss ich mal schnell ausmachen. Ah, stört er mich hier immer wieder, wenn der doch mal wieder angeht nach ein paar Stündchen. Und wir haben eben die Platten vorgearbeitet. Aber auch nicht so dicht am Untergrund. Also lieber etwas weg. Wir wollen ja einen Unschärfeffekt, also nicht so scharf arbeiten, eher alles etwas gröber arbeiten. Das ist auch mal zwischendrin ganz fein, weil das geht dann recht schnell von der Hand. Und dann habe ich natürlich das Ganze mit dem Blau-Violett wieder eingefärbt, mit dem Ultramarine und dem Violett. Das war ja wieder ein 50-50-Gemisch. Und da haben wir eben das Ganze eingefärbt. Und dann ist das jetzt schon mal violett und dann fangen wir eben wieder an, wieder die Highlights rauszuziehen. Das war jetzt erstmal noch so ein bisschen zum Vorlegen und jetzt machen wir eben schön die Detailarbeit und das Ganze schön hell. Ich habe es auch schon im Vorfeld, ihr seht es, ein bisschen heller vorgelegt in der Mitte. Da ist einfach die Reflexion, quasi den Hals bzw. den Rücken hoch entlang. Da haben wir eine Spiegelung auf den Schuppen. Und das andere Weiße, was jetzt noch vorgelegt ist, wird dann nachher gelb. Deswegen lassen wir das auch noch frei. Und so arbeiten wir uns jetzt hier quasi den ganzen Rücken wieder hoch und machen hier wieder so ein bisschen Platte für Platte. Aber ihr seht, ich brush halt relativ weit weg. Und nach oben hingehend wird das dann halt immer mehr und mehr, damit wir eben immer unschärfer werden und unschärfer, damit das eben einen schönen unschärfen Effekt hat. Und ich finde, das macht sich einfach so gut, gerade bei dem Bild, noch besser wie bei den Tropfen, finde ich, weil es hier einfach noch mehr Dynamik erzeugt, weil das Gesicht einfach schon vorne ist und dadurch einfach noch schärfer, noch knackscharfer wirkt. Und ich finde, das hat einen coolen Effekt. Und das macht einfach Spaß. Also solche Sachen machen mir richtig Spaß. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Und deswegen freut euch da schon mal drauf, wenn ihr da selber Hand anlegt. Das ist halt richtig was Feines. Gerade die Stellen, wo man auch, wie gesagt, gröber arbeiten kann,
machen auch ein bisschen, gehen ein bisschen leichter, ein bisschen schneller von der Hand. Ist für mich auch immer ganz angenehm, wenn es da ein bisschen gröber wird. Wir geben uns natürlich trotzdem die gleiche Mühe, aber man kann halt einfach ein bisschen schneller arbeiten. Ist eigentlich auch ganz cool. Und die Seitenschuppen machen wir eben nur so ein bisschen. Und da habe ich wieder gemerkt, ach, pass auf, fange schon wieder an, viel zu dicht zu arbeiten. Das muss ich auch erstmal aus mir rauskriegen bei solchen Sachen. Dann auch wirklich eine gewisse Unschärfe reinzubringen, wenn man es einfach gewohnt ist, dicht und eben schön zu arbeiten, dass es eben nicht so aussieht, so verwaschen. Aber wir wollen es ja haben. Das ist für mich dann immer wieder so im Muskelgedächtnis so drin, das nicht so zu machen. Das war dann immer so ganz witzig, das festzustellen, dass es ja nicht ganz so funktioniert. Und mein Kopf mich da mal wieder austrickst, aber jetzt ziehen wir das jetzt hier noch schön durch und bringen eben diesen Unschärfeeffekt weiter voran. Und ihr seht auch, die Schuppen werden nach oben hin ein bisschen größer. Die hat natürlich durch die Wölbung eigentlich auch zum Kopf hin natürlich werden die dann immer flacher und deswegen sehen die auch kleiner aus. Und deswegen werden die, sind die tendenziell eher schon etwas größer, aber die werden dann nach oben hin, wo sich dann der Körper zieht, natürlich auch wieder länger von der Optik her und deswegen gibt das auch nochmal einen schönen Effekt. Und die arbeiten wir jetzt hier dann eben so aus, auch ein bisschen gröber ruhig. Das soll alles schon so der Unschärfeffekt haben. Deswegen da wirklich nicht zu fein arbeiten, sonst sieht das wieder, wenn ihr doch zu fein arbeitet, aber auch nicht so verwaschen, dann sieht es nicht so gut aus. Dann könnte man gleich mal meinen, das sei irgendwie unschön gemacht oder so. Deswegen einfach einen guten Flow finden. Und genau, jetzt färbe ich das eben. Und das finde ich immer das Gute, wenn die Weiß so verdünnt ist wie bei mir, dann kann man hier auch einfach mal schnell so einen Lichteffekt einfügen und das Ganze einfach einmal kurz komplett überbrushen, ohne dass man die Gefahr hat, dass das Ganze komplett abgecovert wird und man nichts mehr erkennt oder nichts mehr sieht. Sondern hier achten wir eben drauf, dass das eben mit der verdünnten Farbe einfach machbar ist und das finde ich eben das Schöne dran, deswegen mache ich es auch. Da habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich auch eine Schwarz und Weiß als transparenten Ton im Airbrush-Bereich, aber die habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Die haben sicher auch ihre Daseinsberechtigung, aber für mich, ja, ich brauche sie eigentlich nicht. Höchstens vielleicht, stimmt gar nicht, jetzt habe ich gelogen. Das Weiß habe ich tatsächlich als transparent da. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke und hochgucke. Das habe ich tatsächlich da, um tatsächlich mal die transparenten anderen Farben quasi aufzuhellen. Habe ich das mal genommen. Und ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Weil der Bedarf nicht da war. Ich habe mir gedacht, es macht natürlich Sinn, auch eine transparente Weiß mal zu holen, falls man dann ein Türkis hat, was einfach zu dunkel ist. Kann man es tendenziell von Haus aus schon mal eine andere Farbrichtung geben, einfach ein helleres Grün oder so. Und das war der Gedanke und ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert. Da kann man natürlich sein Geld auch verballern. Nein, aber das sollte ich vielleicht mal ausprobieren, wie das generell funktioniert. cool, hey. Aber jetzt bin ich mal wieder wenigstens selber wieder drauf gekommen, dass ich das sogar habe. Dann kann ich das auch mal machen. Das ist fast so gut wie mit dem Gelb. Ach, wenn ich ein deckendes Set würde ich es nehmen. Ja, scheiße, hab keinen Sinn. 20 Minuten später fällt mir auf, ich habe doch einen. Ach, geil. Das ist doch klasse. Ja, aber ihr seht, ich mache dann überall jetzt auch so ein bisschen die Spiegelungs- und Lichteffekte da rein in die Schuppen so. Auch an die seitlichen ein bisschen. Aber da halte ich mich auch zurück mit der Feinheit, sondern mache das auch wirklich so richtig schön grob, damit das auch einfach schön verwaschen aussieht. Aber wie gesagt, auch nicht zu krass. Und hier gehe ich nochmal ein bisschen nach. Und dann wird das nämlich nachher eben auch schön gelb eingefärbt, so wie der Rest. Und da auch wieder einfach nur aufpassen, dass es nicht zu arg reingeht, aber selbst wenn, dann ist es auch hier jetzt, sag ich mal, nicht ganz so schlimm, weil das Violett dann halt ein bisschen bräunlicher wird.
Ist jetzt auch nicht so tragisch, denke ich mal, an dem Segment. Aber generell sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Hier unten habe ich, wie gesagt, wieder ein bisschen feiner gearbeitet, damit wir eben den Effekt haben, dass es nach hinten weg immer gröber wird. Also da durchaus schon ein bisschen feinerer arbeiten und dann nach oben hinweg immer ein bisschen gröberer werden. Dann erzeugen wir natürlich diesen schönen Effekt, den wir haben wollen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das mal noch ein bisschen und dann hören wir uns gleich wieder.
So, jetzt haben wir das schön gelb eingefärbt, ihr seht es ja. Haben wir wieder das Candy Gelb genommen, die 28024. Um genau zu sein, ist es das Sunbeam Yellow, wenn ihr das genau wissen wollt. Jetzt bringe ich natürlich noch mal ein bisschen die Highlights rein, auch in das Gelb, damit es einfach noch ein bisschen stimmiger aussieht. Aber bei dem Gelben, da hat man die Schuppen. Also ich finde, die sieht man da, die da einzuarbeiten irgendwie. Ja, ist ziemlicher Aufwand für das verwaschene Sein, deswegen habe ich es einfach gelassen und finde das eigentlich gar nicht schlecht so. Deswegen machen wir hier noch so vereinzelt eben die Highlights und dann sind wir auch schon mit dem oberen Teil eigentlich schon hier, also mit dem Teil fertig. Jetzt machen wir eben nachher noch das Bäuchlein, was da noch so dahinter, der hintere Teil, was da noch so von der Schlange runterhängt. Da sieht man dann auch so ein bisschen die Seitenansicht quasi davon. Und die schlängelt sich über eine Metallstange. Und die machen wir natürlich dann auch noch mit rein. Nur in Schwarz-Weiß. Da wollte ich jetzt nicht extra noch eine Farbe reinbringen, wie braun oder so. Also es war so eine rostbraune Stange, aber ich habe gedacht, nein, die mache ich lieber schön silbern. Und dann ist die ganze Aufmerksamkeit auch auf der Schlange und nicht noch mit sowas dann. Hier arbeiten wir jetzt, weil das richtig unscharf ist, einfach aus einer richtig großen Entfernung. Und da ist dann Overspray. Ja, es sollte sich trotzdem in einer gewissen Art und Weise in Grenzen halten, dass es einfach nicht zu krass wird nach unten hinweg oder zur Seite. Einfach auch wieder mit Gefühl arbeiten. Gefühl. Und deswegen. Aber das geht jetzt halt relativ schnell, weil das Unscharfe einfach leichter zu kreieren ist, leichter zu machen. Jetzt sage ich mal so eine Detailarbeit wie am Kopf. Wenn man bedenkt, wie schnell wir jetzt mit denen Segmente dann durch sind im Vergleich zum Kopf, der hat ja dann quasi fast das Doppelte oder fast das Dreifache an Zeit eingenommen. Das ist dann schon ziemlich krass. Und hier bauen wir eben die Seitenschuppen, unten die Bauchschuppen. Und dann oben das Rückensegment und der Bauch wird auch wieder gelb und der Rest wird eben wieder unser Blau-Violett-Mix. Und die Stange oben, die bleibt halt natürlich silber. Wie man hier schön sehen kann, ich ziehe es immer schön durch, damit es einfach gut aussieht. Ihr seht es am Rahmen vom Stativ, sage ich schon, von der Leinwandhalterung. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das dumme Leinwand, das dumme Teil hier heißt, wo die Leinwand draufsteht. Ach Gott. Ah, ein Hirn wie ein Sieb, ey. Naja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich komme, glaube ich, heute nicht mehr drauf. Gottes Willen. Auf jeden Fall seht ihr aber, dass ich da durchziehe, weil ich den natürlich auch anmal. Würde ich euch dann bei solchen Sachen, auch wenn ihr abmaskiert irgendwas, so wie bei dem Whiskyglas, habe ich es ja auch gemacht, habe ich es abmaskiert. Das ganze Whiskyglas, die Zigarre und den Aschenbecher und als wir das Holz gemacht haben. Und auch da habe ich schön durchgezogen. Also wenn ihr dann Strukturen und so macht, dann fangt nicht an, oben was zu machen, unten was zu machen, sondern zieht immer durch. Dann sieht das immer am schönsten aus. Und dann passt das nämlich auch immer ganz gut. Deswegen ziehe ich das auch an so Enden und so auch mal komplett durch, damit es einfach schön passt. Und jetzt färben wir das eben hier mal schon mal so ein bisschen ein und machen da jetzt dann nicht mehr allzu viel, weil das soll ja auch nicht so viel Raum einnehmen von der Sicht her. Das soll ja alles am Kopf bleiben und deswegen halten wir uns da tendenziell auch einfach zurück. Mit der Schärfe und mit dem Bling-Bling. Und deswegen, da habe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Weiß gegeben. Das habt ihr ja gesehen. Einfach nochmal kurz, um mehr noch zum Einfärben zu haben. Das ist immer das Problem, was ich meine, wenn ich sage, wenn man zu sanft mit Weiß arbeitet und man will viel einfärben oder man färbt ein und man arbeitet hier natürlich zu wenig Weiß, dann hat man nachher nicht mehr viel zum Einfärben. Und dann sieht man natürlich die Farben auch nicht. Aber wie gesagt, da machen wir jetzt nur noch die letzten paar Handgriffe. Und ich sehe, da sind wir auch schon bald fast fertig hier.
So, jetzt sieht das doch schon mal sehr vernünftig aus. Jetzt machen wir noch einmal, demaskieren wir noch einmal den Kopf, weil ich jetzt das Ganze passend zum Kopf sehen möchte, den ganzen Hals, weil ich da arbeite ich jetzt noch ein paar Schattierungen ein. Das wollte ich aber eben erst machen, wenn ich das ganze Bild sehe, damit ich einfach ein besseres Gefühl dafür habe, wie das auszusehen hat und wie das für mich dann aussieht. Da bin ich auch einmal kurz einfach einen Meter weit weggerollt mit dem Stuhl, um mir das nochmal aus der Distanz anzuschauen, um einfach nochmal zu sehen, wo setze ich Schatten ein, damit es dreidimensionaler und plastischer aussieht. Und am Hals habe ich mir gedacht, ja, da mache ich das eben nochmal die rechte Seite entlang und die linke. Und dann wirkt das auch noch gleich mal ein bisschen gröber, verschwimmt auch nochmal ein bisschen mehr und macht den Hals auch nochmal ein bisschen noch runder. Und das hat mir dann doch deutlich besser so gefallen. Und das meinte ich eben vorhin, wo ich das gesagt habe, auch schon, dass man eben einfach die Folie bei solchen Sachen dann wegmacht, um es dann besser zu sehen. Hier dann sowieso noch. Und das sind dann eben jetzt die letzten Handgriffe. Hier machen wir natürlich auch nichts mit dem Stift oder so. Wir wollen ja, dass es eben verschwommen aussieht. Und dann sind wir hier ehrlich gesagt schon am Ende angelangt dieses geilen Tutorials. Ich zeige dann natürlich noch das Endbild ohne Firnis. Den habe ich dann noch nicht drauf gehabt. Da kommen natürlich noch die Kontraste mit Firnis noch geiler raus. Das Bild habe ich dann aber, glaube ich, bei Instagram. Aber hier sieht man es trotzdem, glaube ich, ganz gut, wie das aussieht, auch ohne Firnis. Deswegen habe ich es gelassen. Und das Projekt war schon eine richtig geile Sache. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Also ich finde das Ergebnis richtig cool. Es hat so viele geile Farben und so viel geiles Zeug drin. Spiegelungen, viele Techniken, Unschärfeneffekt, ein geiles Motiv sowieso. Und genau, ich weiß gar nicht mehr. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart, dass ihr euch das Ganze reingezogen habt. Lasst mir gerne Feedback da und gebetsmühlenartig sage ich es nochmal, den ganzen Kladderadatsch machen, liken, abonnieren, bla bla bla. Glocke drücken und das Ganze, ihr wisst es ja. Aber das bringt uns natürlich als Community noch weiter und das ist natürlich geil. Und ja, das Bild ist wie gesagt nochmal in der Infobox drin zum Download für euch, wenn ihr das euch dann nochmal genauer anschauen wollt. Wie gesagt, auch ohne Firnis. Aber das soll es dann hier schon gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Ihr seid fantastische Zuschauer und in diesem Sinne reingehauen und viel Spaß beim Airbrushen.